Aua. Geht das so? Leben ist aber auch hart, oder hier? Kurz geklärt die Situation. Ich auch nochmal genau meinen Gedanken. Jo Leute, und gut, dass ihr zu diesem neuen Video wieder mit am Start seid. Ich bin ja gerade ein bisschen passiver. Ich erkläre euch in einem Video allen nochmal, warum. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall erstmal zu meiner Herzensbox. Und zwar der Trendradio-Box, die hier schon wieder eine ganze Weile steht. Und die wir jetzt mal auf Staumverpackung holen. Und wie in fast jedem Video muss ich mich beeilen. Denn ich bin verabredet in der... Ich habe gesagt, ich fahre eine halbe Stunde los. Hoffen wir mal, dass ich das schaffe. Die Trendradio-Box. Und ich würde sagen, wir schnallen gar nicht lange und gucken rein. Also, es steht Natural Power drauf. Das ist ja mein Leitsatz für dieses Jahr. Ich will ja auch in einen natürlichen Lebensstil kommen und mehr naturbelassene Dinge essen, bla bla bla. Mein Bruder, er macht zuckerfrei, jetzt aktuell glaube ich 3 Wochen oder 3,5 Wochen. Er hat schon 5 Kilo abgenommen. Man sieht es einfach extrem. Und zuckerfrei steht auch auf meinem Vision Board. Das Video kommt jetzt demnächst auch irgendwann hoch, wenn ich schaffe, das zu schneiden. Und dann könnt ihr das auch nochmal sehen, was so meine Ziele sind. Und jetzt, wo er einfach so geil schon aussieht nach nur 5 Kilo, habe ich gedacht, ich will das auch am besten jetzt. Aber ich will mich da gut drauf vorbereiten, deswegen gebe ich mir noch ein bisschen Zeit. Da nehme ich euch dann natürlich auch wieder mit. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Wir fangen jetzt mit der Box an. Also erstmal, wichtige Information. Die liebe Francie hat meine Box gepackt. Ich glaube, Francie hatte ich noch gar nicht. Francie, bist du neu oder hatte ich dich einfach noch nicht bis dato? Das ist eine gute Frage. Aber danke, Francie, fürs Boxpacken. Und dann habe ich wieder eine süße Karte, wo sie sich für die Kooperation mit mir bedanken. Und die liebe Jana ist ja für mich zuständig und mit der bin ich in einem ganz tollen Austausch. Was soll ich dir sagen? Und jetzt fangen wir mit den Produkten an. Hier ist wieder unser Heft, falls ich mal wieder nicht weiß, wer ich bin und wie ich heiße und so. Das erste Produkt, was ich raushole, habe ich bereits zu Hause. Das ist ja dadurch aber nicht schlechter, sondern ist trotzdem ein cooles Produkt. Bloß ich bin dann nicht so euphorisch, weil ich es halt schon kenne. Und zwar haben wir hier blaue Helden. Das habe ich mal von meiner Freundin Lisa, ich glaube, im Adventskalender gehabt oder so. Nee? Hat sie es mir zum Geburtstag geschenkt? Ach, weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist das so eine relativ schicke Flasche so. Nicht so wie diese gekauften Plastikflaschen, also auch Plastik, aber die befüllst du halt wieder. Und hier vorne sind dann so eine Tabs drin und dann kannst du das mit den Tabs und Wasser machst du dann dein eigenes wesentlich nachhaltigeres Putzmittel selbst. Und das wird irgendwie weiter wandern, mal gucken. Vielleicht hat mein Bruder ja mal Bock drauf, das auszuprobieren. Aber das kriege ich auf jeden Fall unter die Menschen. Ansonsten ist es ja auch nicht schlimm, 2 davon zu Hause zu haben. Aber ich will dieses Jahr auch etwas minimalistischer leben und deswegen ist das halt einfach nicht notwendig, aber da werde ich auf jeden Fall einen coolen Abnehmer für finden. Oh my goodness! Ach, ich wollte es eigentlich auch noch nicht zeigen, aber Leute, es ist einfach ästhetisch. Es ist so schön. Das ist halt hier so ein Hirsch, würde ich mal sagen. Und du siehst halt, dass da so Wald und Naturmotiv und so. Und das ist halt hier so ein robusterer Stoffbeutel. Das ist eigentlich ganz geil. So für im Sommer mal on the way und ab geht's, so. Also ich glaube, wir haben alle so einen Zugbeutel zu Hause und das ist wahrscheinlich auch jetzt nichts, was wir super notwendig alle brauchen. Aber der ist halt noch schön dazu. Das ist mein Argument jetzt. Also, geil. Was haben wir hier? Vitamin Well Antioxidant. Schmeckt nach Pfirsich. Ich mag Pfirsich. Selen ist hier drin, Selen ist immer gut, Vitamin C und E ist auch gut und Mangan. Da weiß ich nicht genau, was Mangan macht oder was Mangan ist, aber das brauchen wir bestimmt auch alles. Schützt ihre Körperzellen. Das ist gerade zu den hohen Corona-Inzidenzzahlen gar nicht so schlecht. Mein Bruder sitzt übrigens mit Corona zu Hause. Für den habe ich eingekauft. Auf meinem Instagram-Kanal siehst du das vielleicht noch, vielleicht auch nicht. Aber da kannst du mir unabhängig davon auf jeden Fall trotzdem gerne folgen. Aber da habe ich euch gezeigt, da habe ich euch beim Einkauf mitgenommen. Ich habe mir fast einen Bruch gehoben. Tja, ich bin jetzt ein bisschen im Zwiespalt. Also das ist auch nur bis April haltbar, bis Ende April.
Jetzt ist halt die Frage aller Fragen. Mache ich es jetzt auf und probiere es mal? Ja, komm, wir machen es auf. Ich habe hier ein kalorienarmes, veganes Erfrischungsgetränk. Ohne Kohlensäure. Ah, oha, ohne Kohlensäure. Das sieht halt so milchig aus, als wenn da... Also ich hätte behauptet, da wäre Kohlensäure drin, aber ist nicht, so wie es aussieht. Hm. Riecht nach Pfirsich, riecht eher nach künstlichem Pfirsich, finde ich. Ich probiere mal, Stößchen. Nee, aber ist sehr, sehr lecker. Ist sehr, sehr, sehr lecker. Wow. Okay, das hätte ich nicht so lecker gedacht. Dafür riecht es einfach nicht gut genug. Aber es ist wirklich sehr lecker. Schmeckt also einfach, als wenn du in Wasser so ein bisschen Pfirsich reingeschnippelt hast und das so leicht aufnimmt. Aber das ist eigentlich ganz geil. Ja, hier haben wir ein Deodorant. Das kenne ich auch schon. Das habe ich auch schon 3, 4, 5 Konstellationen schon gehabt. Also für mich auch kein Special mehr. Trotzdem ist das ja immer wieder ein Thema, ne? Also Deodorant... Grundsätzlich, da entsteht so viel Plastik, da entsteht so viel Müll und wenn man das natürlich minimieren kann, ist das halt richtig cool. Das wird aber, denke ich, weiter wandern, weil ich hatte schon, das ist halt auch nicht so mein Geruch tatsächlich. Das Problem ist halt, aber meine Kollegin freut sich darüber bestimmt, die liebt sowas. Das Problem ist halt, sowas für die Handtasche ist halt schon ganz geil, ne? Aber ich mag immer diese Gerüche, diese entweder Wald- oder Zitronengerüche immer nicht so gerne. Aber das ist wahrscheinlich das, was man am einfachsten einfach so naturbelassen wie möglich darin verbauen kann und was funktioniert. Aber ja, das sind halt aktuell noch nicht so meine Lieblingsgerüche. Aber das, kennt ihr die Theorie, dass man einfach Dinge so oft essen muss, dass man sie irgendwann nicht mehr kacke findet? Das versuche ich ja gerade mit Kokos. Vielleicht muss ich es einfach so lange benutzen, bis ich das nicht mehr schlecht riechend finde. Das ist eine interessante Theorie, oder? Ja, hier haben wir eine Handseife, schätze ich mal. Feine Seife aus Frankreich. Auch nicht so mein Geruch. Wow, okay. Orange Limette. Aber wir haben so ein Stück Seifenspender in der Küche. Und wenn die Stückseife, die wir gerade benutzen, leer ist, dann kommt die da rauf. Ist mir scheißegal, wie dann meine Hände riechen. Das ist ja für die Küche, wenn man mal da irgendwie sich die Hände wäscht oder was. Also, alles cool. Wäre jetzt kein Duft, zu dem ich auf im Normalfall gegriffen hätte. So, was ist das? Holzapfel. Ich habe diese Tropfen von der Marke schon mal gehabt. Ich weiß bloß nicht mehr genau, was die machen. Da muss ich einmal kurz gucken. Hier steht zwar, wie man sie verzehren muss, aber ich kann nicht mehr, weiß nicht mehr, was die tun. Achso, das ist sowieso auch das 12-Monats-Geschenk. Bachblüten. Ach, das sind Bachblüten. Ja, steht auch. Bach, original Bachblüten. Wow. Oh, ich liebe das einfach. Man hat so ein gutes Gefühl nach dieser Box. Ah, hier. Die Essenzen helfen dir, mehr Selbstbewusstsein und innere Harmonie zu finden. Ob das tatsächlich funktioniert, das sollte ich rausfinden. Vielleicht sollte ich das wirklich mal jeden Tag irgendwie zu mir nehmen und dann nach einem Monat gucken, bin ich selbstbewusster und was war's noch? Harmonischer. Das könnte mir mein Freund mal fragen. Ja, ist interessant. Ich weiß aber nicht, ob ich sowas tatsächlich so einem unmerkbaren Tropfen zusprechen will. Aber ich weiß es nicht besser, also muss ich es ausprobieren. Oh no, no. Ja, das ist natürlich schade. Wir haben hier Chia-Kokostaler. Du könntest natürlich sagen, ja, aber du wolltest doch dich an Kokos rantesten. Ja, Vollkornreismehl, Reissirup, Kokosflocken. Oh, an dritter Stelle. Nee, das schaffe ich glaube ich noch nicht. Aber die werde ich dann irgendwie zur Arbeit nehmen oder so. Da freuen sich bestimmt auch irgendeiner meiner Kollegen drüber, ich weiß nicht genau. Ja, also glutenfreie, vegane Kokostaler. Chia. Wir haben hier noch was total Schönes. Und zwar Nina Georg, mein Tagebuch. Mit Inspiration aus... Ach, ja, geil. Mit Inspiration aus Das Lavendelzimmer. Das Lavendelzimmer ist, glaube ich, ein Buch, meine ich, ne? Im Süden lauscht man dem Meer, um zu begreifen, dass sich Lachen und Weinen genau gleich anhören und die Seele manchmal weinen muss, um glücklich zu sein. Oh, das ist so schön. Cool, ich führe eigentlich kein Tagebuch, aber ich habe mir immer schon mal wieder gesagt, ich hätte eigentlich, oder auch hier mit so kleinen Illustrationen drin und so, ich hätte eigentlich mal wieder Bock, damit anzufangen. Es gäbe so viel über das Leben zu erzählen. Leben mit Büchern, Leben mit Kindern, Leben für Anfänger. Schreiben Sie doch eins.
für alle Gedanken und Geschichten über das Leben, Liebe, Lesen. Wow, kostet auch normalerweise 12,99 Euro in der Verfassung. Hinten steht nämlich noch der Preis drauf. Der Preis ist heiß. Wir haben hier von Kuawach Erdnuss Karamell Meersalz Koffein Schokoriegel mit Guarana. Also ich brauche ja sowas in der Regel nicht. Also gerade so mit Koffein und sowas. Aber auch das werde ich mir zur Arbeit nehmen. Da wird sich, glaube ich, auch eine Kollegin drüber freuen. Meine Kollegen werden reich beschenkt. Ah, ich lieb's, Leute. Ich lieb's einfach. Wir haben hier Knusper-Snacks, Kichererbsen mit Salz. Doppelt geröstet. Bin ich gespannt. Ich hatte schon einige Kichererbsen-Snacks gegessen. Die waren alle okay, aber es war noch keiner so der Shit. Aber du darfst das gerne ändern. Nutri-Pur. Ja, und jetzt kommt mein All-Time-Favorite. Rotbäckchensaft. Rotbäckchen und ich sind große Liebe. Guten Morgen, stark, mild, für einen vitaminreichen Start in den Tag. I love it. Und hier steht auch vegan. Es sind ja nicht alle vegan, einige sind mit Honig gesüßt, aber wir beide sind einfach Besties. Besties sind wir. Wir haben hier von Madara Organic Skincare SOS Plus. Ich habe das Gefühl, bei mir ist oftmals SOS Plus in meinem Leben. Rich Hydra Barriere Chicha Cream. Vielleicht spricht man es auch anders aus. Wahrscheinlich spricht man es anders aus. Für sehr trockene und gestresste, reaktivierte Haut. Ja, also das ist einfach ein Gesichtscreme-Gedöns. Also ich habe so viel hier, dass ich damit Handel betreiben kann. Aber grundsätzlich ist das passt das total gut zum Thema. Und hat hier auch eine absolute Berechtigung, in der Box zu sein. Und ich glaube, da freuen sich auch viele drüber, über so ein gutes, cooles Gesichtsprodukt. Glaube ich schon. Jetzt wieder zwei Sachen, die ich extrem feiere. Und zwar einmal von Luvus. Ich liebe diese Marke einfach. Leute, ich liebe es wirklich. Eine Clean Mask. Reinigt porentief, glättet nachweislich die Hautoberfläche. Oh, das werde ich machen. Ich liebe Luvus einfach. Das habe ich ja am Anfang nicht gedacht. Ich fand ja am Anfang so eine Masken zum Abwischen, Waschen richtig kacke. Mittlerweile mache ich mir das aber rauf, bevor ich duschen gehe. Und ich liebe das. Ohne Witz. Ich liebe das. Und es macht natürlich weniger Müll als Tuchmaske, die ich eigentlich gefeiert habe. Aber Tuchmasken sind halt immer nicht so geil. Also noch beschissener für die Umwelt, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, finde ich sehr, sehr geil. Und das zweite sind Biosaaten Dill. Ich will's. Ich will genau das. Ich habe auch ein Hochbeet. Ich weiß gar nicht, ob man es ins Hochbeet machen kann. Das muss ich nochmal rausfinden. Aber ich möchte genau das. Hier steht auch nochmal eine Beschreibung drauf. Ja, ich habe richtig viele Kräuter und Saaten und so. Wenn du mich auf Instagram verfolgt hast über die Adventszeit, ich hatte so einen Kalender mit so Gedöns drin. Green Cosmetics, aber am Einkaufswert von 45 Euro. Gönn dir. Und jeden Tag optimal versorgt. Maßgeschneidert für dich. Cool, was bist du denn? Cool, hier ist so ein Probepack nochmal drin. Mit so Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, das ist eigentlich ganz geil. Das ist eigentlich ganz geil. Cool, das werde ich mal ausprobieren. Also nicht, dass man nach einmal irgendeinen Unterschied merkt, aber finde ich geil. Das ist eine coole Werbung. Wenn du gleich noch also wenn du von deinem Produkt so überzeugt bist, dass du es einfach mit reinpackst und sagst, probier's, du wirst es geil finden. Und Leute, wieder eine coole Zeitschrift. Und zwar Bio, natürlich und gesund leben. Auszeit vom Alltag. So gelingt ihr Sabbatical. Ja, ich arbeite dran. Leute, was war mein Lieblingsprodukt aus der Box? Na, wer weiß es? Wer weiß es? Kokoscracker. Spaß. Also, ich finde, das war wieder eine sehr gelungene Box. Aber mein Lieblingsprodukt ist auf jeden Fall dieser Drink, was ich am Anfang nicht gedacht hätte. Weil das könnte auch radioaktives Wasser sein. Ist natürlich nur ein Spaß. Finde ich sehr lecker. Und das Tagebuch. Die Maske ist auch cool. Hier sind richtig viele coole Sachen drin. Aber das sind meine Lieblinge. Du kannst mir unten in der Infobox auf jeden Fall auch gerne mal deinen Liebling sagen. Und damit freue ich mich, dass du bis hier mit am Start warst. Und natürlich auch ein fettes Danke an Trendradar, die Bock haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Und dass ich alles sagen kann, so wie ich das möchte. Ich blende dir an der Stelle hier nochmal einen Kommentar ein, über das ich mich sehr gefreut habe. Kuss gehen raus an die ganzen Cuties da draußen. Danke, dass ihr da seid, auch wenn ich gerade nicht super aktiv bin.
ich komme wieder, ich muss bloß noch mich finden. Wow. Und ich werde euch auch nochmal genau mein Gedankenchaos mitteilen, wenn ich soweit bin, so ein Video mal zu machen. Und dann sage ich dir genau, was sind meine Gedanken, was ist mein Struggle und so weiter und so fort. Und bis dahin bin ich auf jeden Fall auf Instagram aktiv. Wow, das dritte Mal in diesem Video. Schau da gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und damit würde ich sagen, mach es gut, mach es besser, Vanessa. Und hauen Sie rein, lass es dir gut gehen, ne? Bis Benjamin.